Haben wir ihn? Ja, wir haben ihn. Sehr schön. Naja, hat jetzt ein bisschen länger als erhofft gedauert. Müssen meine Aushängungen draußen sein für den... Ja, müssen sie. Okay, Frachtluke auf. Ist ja gut, ist ja gut. Und los, Droni. Gib alles. Noch eine zweite hinterher. Dann geht alles ein bisschen schneller. Ja, wir müssen unsere Raketen stärker machen. Auf jeden Fall. Da habe ich mehr erwartet. Aber okay. Jetzt warten wir schön auf unseren Kram. Was haben wir hier für eine Mail bekommen? Lohn abholen. Ja, noch nicht, ne? Wir sind ja noch nicht fertig. Gefertigt. Schildsensor. Okay. Wir könnten ja sogar drei losschicken. Aber dafür haben wir gerade zu wenig Sammler mit dabei. Ist natürlich super schade. Vielleicht auch bei den nächsten Zielen immer nur einen Sammler benutzen. Das war jetzt hier nur eine Testrunde mit zwei Sammlern. Okay. Frachtgreifer einfahren. Wir können. Zurück in den Super Cruise, bitte. Macht's gut, Drohnen. Wir sehen uns irgendwann wieder auf der anderen Seite. Flop! X. Das nächste Ziel, bitte. Wird schon angezeigt irgendwo, ne? Hier. Du bist... Ach nee, stimmt. Stimmt, wir haben es ja... Wir haben es ja gar nicht drauf angelegt, hierher zu kommen, sondern wir wurden unterbrochen. Von einem üblen Piraten. Warte mal, hier ist irgendwas. Warte mal, ach so. Wer oder was ist das? Irgendwas ist hier gerade, direkt vor mir. Gut, alles klar, hätten wir das auch geklärt. Wir gehen wieder in den Kampfmodus. Ja, ist okay. Kick uns raus. Nein, nein. Nicht flüchten. Kann man das hier nicht bestätigen? Von wegen, ist in Ordnung. Und go. Wo ist der T-Scanner? Hi, hi, hi. Wo bist du, Kollege? Ja. Hi. Olive! Bleib stehen, Olive! Bleib hier. Wir müssen dich doch scannen. Und Action. Da willst du hier stehen bleiben, gerne. Können wir gerne so lösen, wenn du möchtest. Gib alles. Mehr Energie auf die Waffen. Raketen, was los? Das muss schneller gehen, Raketen. Oh oh, Temperatur kritisch. Ja, jetzt wieder. Jetzt sind wir wieder im Rückwärtsflugmodus gewesen. Das ist es, glaube ich. Ich muss dann über den Nullpunkt hinaus separat Gas geben. Wie jetzt. Außer Reichweite. Okay. Okay. Schande. Schande. Und das waren grüne und gelbe Gegner.
weiter ran. Näher! Komm schon, diese verfluchten Schilder! Der ist harmlos, Mensch. Und die wehren sich hier gerade noch nicht. Noch nicht. Wieder an. Gas geben, Gas geben. Ah, und jetzt sind wir wieder wirklich vorwärts unterwegs. Aber das muss er erstmal ausgleichen, die Wucht, mit der wir hier gerade dann durch die Gegend geschleudert wurden. Flugstabilisator aus. Flugstabilisator an. Oh nein! Mehr Energie auf die Waffen! Schneller können wir gerade nicht. Hey, nicht abhauen! Nicht abhauen! Oh mein Gott, der will abhauen, ne? Die Ratte! Nein! Nein! Vergiss es! Boosten! Boosten! Ran, ran. Nein, er hat schon wieder seine Schilder aufgeladen, der Hund. Fliegen wir überhaupt? Das fühlt sich gerade so langsam an. Wir müssen näher ran. Trotzdem, die Schilder mit Raketen drapieren. Die dürfen hier nicht zur Ruhe kommen. Ran, 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 ran. Jetzt, Raketen, bitte, komm, 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 komm. Boah, was für ein Hund, ey. Jetzt standen wir aber wirklich, ne? Ich muss wirklich da nochmal separat zweimal Gas geben nach dem Manöver. Ganz wichtig. Sonst wird das nichts. Na komm schon. Kurz ein bisschen mehr auf Antrieb. Boosten. Jetzt verflucht doch mal die letzten 11%. Aber umso weiter die Raketen fliegen, umso mehr Möglichkeiten hat er hier, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Jetzt zweimal separat Gas geben. Raketen abfeuern. Raketen wird nachgeladen. Oh, was für ein Hund. Haben wir ihn? Was für eine schwere Geburt. So, wo ist der Kram? Wie weit ist der Kram entfernt? Ist direkt vor uns, ne? Ja, 2 Kilometer. Ein bisschen näher ranfliegen, damit Drohne hier nicht so viel ackern muss. Stehen bleiben, stehen bleiben. Wechsel. Drohne. Ziel abwählen. Da gibt es doch bestimmt auch eine Schnellwahltaste für. Und go. Gib alles, Droni. Ja, wir brauchen mehr Sammler. Denn wir haben jetzt gar keine mehr. Was sehr schade ist.
Also hatten wir nicht vorhin einen im Lauf und drei extra, sondern einen im Lauf und insgesamt drei. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie wir das zu lesen haben. Schön, Mission erfolgreich, klasse. Aber wir müssen an unserer Raketenpower arbeiten oder die Waffen generell wechseln. Fehler bei Drohne. Nein. Geht aber in Ordnung, ne? Alles klar. Na gut, geh mal sammeln, Droni, und dann machen wir hier gleich weiter. Ich hoffe, die Raketen reichen noch. Oder haben wir zufällig Synthesematerial dabei? Für Raketen. Explomuni. Ja, hätten wir. Wollen wir sie gleich auffüllen? Im Kampf wird das ein bisschen schwierig, ne? Brauch ja wirklich nicht viel Material. Da könnte man natürlich für einen längeren Kampf vorsorgen. Premium-Raketen. Das könnte man natürlich auch machen. Was ist, wenn man komplett voll ausgestattet ist mit Raketen von der Station aus? Und hier jetzt Premium-Raketen synthetisiert, dann werden die normalen ersetzt. Ne? Die werden jetzt nicht auf Lager gesetzt und man müsste die einfachen vorher verballern. Gehe ich mal ganz stark von aus. Wäre natürlich cool, ne? Wenn wir hier regelmäßig genug Material hätten für die Premium-Raketen. Ja, ersetzen jetzt sofort. Naja, wie gesagt, im Kampf werden wir nur schwer dazu in der Lage sein. Ach, guck mal. Das ist ja natürlich jetzt so eine Sache. Zurück. Können wir jetzt gleich noch einen Auftrag rausschicken? Nein. Waffen neu bestückt. Dankeschön. Und jetzt fehlt uns Material. Naja, zumindest ein paar Raketen haben wir jetzt mehr. Droni, du ackerst noch? Ist hier irgendwas unterwegs? Nee, ne? Droni ist durch. Wir können uns dem nächsten Ziel widmen. Wir fahren die Aushängungen ein, geben Gas. Schade. Stopp, oh Gott, Droni, da bist du ja. Wo warst du denn, Mensch? Hier ist bloß nichts mehr. Okay, na dann hat sich das sowieso erledigt. Wäre doch cool, wenn man jetzt die Drohne nochmal irgendwie durch die Frachtluke, durch den Frachtgreifer reinholen könnte, um sie später nochmal zu verwenden. Jetzt, danke. Ja, mach mal hier. Los! Das fährt gerade hoch, da bin ich mir sicher. Sind die Aushängungen drin? Es muss wirklich alles komplett eingefahren sein, also Frachtgreifer wie auch die Aushängungen, damit ich überhaupt in den Frameshift kann. Aber damit kann man auf jeden Fall lernen, umzugehen. Gut, nächstes Ziel bitte. Wir sind ja immer noch nicht da angekommen, ne? Ist das jetzt immer noch ausgewählt als unser aktuelles Ziel? Nee, nicht so richtig, ne? Ich wähle das doch mal hier rüber aus. Was wäre das? Weiß ich gar nicht. Interessanter Punkt. Missionsziel. Nehmen wir das hier. Super Cruise Assistent. Wir müssen hier rüber. Und diesmal werden wir ihn überraschen. Es sei denn, er überrascht uns wieder. Stimmt, der Fighter. Was war denn damit los? Muss ich vielleicht erst den Angriff freigeben mit 0? Oder sowas in die Richtung? Startbereit. Verbleibende Fighter 6. Wow. 6-mal kann der sterben. Der Typ ist auch mit an Bord. Das ist ganz wichtig. Fighterbucht. Oder muss ich erst den Fighter hier manuell rausschicken, damit die Fighter-Befehle dann aktiv werden? Werden wir gleich feststellen. Ich glaube, die ersten beiden hatten wir komplett ohne Fighter gemacht. Das macht schon Unterschied, finde ich. Na los, komm. Bis auf 8. Und dann geben wir nochmal richtig Gas hier. Und diesmal ein bisschen schneller, Mensch. Wir haben einen Kreitmensch, einen Falken. Dürfte hinhauen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und hallo! Schub ist noch da. Wo sind die Gegner? Erstmal scannen. Scannen, scannen, scannen. Er ist hinter uns. Die Ratte, die. Flugstabilisator aus. Flugstabilisator an.
Hi. Nein, noch nicht angreifen. Komm, sei mal nicht so. Was hat denn der da rausgeschickt? Hat der einen Fighter? Hat der einen Fighter? Oder ist das unser Fighter? Ich habe keine Ahnung von Fightern. Merkt man kaum, ich weiß. Randa, Randa. Scannen. Jetzt, geht doch. Das wird nichts mit dem Scannen. Ja. Extra Kohle, wir kommen. Nein, bleib da. Hey. Ja. Okay. Das geht nicht. Null. Da ist die Kamera, der Kameramodus drauf. Absetzen, jetzt. Mit dir. Ach, guck mal, man kann sich selber setzen. Das meintet ihr. So, er ist draußen. Angriff. Mein Ziel. 3 war das, ne? Hab ich gedrückt. Ready for action. Was setzt ihr denn da immer ab? Minen oder so? Na gut, jetzt geht's los. Wo sind meine Waffen? Oh, hat der Raketen oder so? Warum wird das nicht angezeigt? Das ist natürlich schön. Es ist fast wie bei Skyrim, wenn man einen Begleiter hat. Der ist abgelenkt. Fantastisch. Zurückbeordern. Wie war das? Wo sind hier meine Notizen? Den Kram können wir nicht einsammeln, aber den Fighter sollten wir wieder mitnehmen. Sonst ist er traurig, der Typ. Dass er hier alleine im All rumfliegen muss. Zurück null wäre das. Kann ich das hier nicht wenigstens? Ja, das kann ich machen. Dann machen wir das so. Ich habe mich jetzt so an die Kamera auf der Nummernblocktaste 0 gewöhnt. Das möchte ich jetzt nicht wegmachen. Also absetzen und reinholen machen wir manuell. Die Zeit sollten wir uns nehmen. Kommt er jetzt zurück? Soll ich kurz stehen bleiben? Er kann wahrscheinlich nicht docken, wenn wir hier durch die Gegend tingeln. Wir haben ihn herbeigerufen, ne? Ja, haben wir gemacht. Wo ist er denn jetzt? Oh, wie cool. Ey, wie cool. Das ist schon sehr hilfreich. Und da gibt es auch Zweierbuchten, wo wir 2 Fighter losschicken könnten. Können wir dann auch 2 Crewmitglieder anheuern und dann 2 Fighter losschicken und wir kämpfen mit dem Großen? Uiuiuiuiuiuiuiui, wir müssen mal gucken. Das ist ja spannend, Mensch. Aber erstmal zurück in den Supercruise. Aufhängungen einfahren. Warten, bis der Frameshift wieder aktiv ist. Super Cruise. Ach herrlich, Mensch. Das ging jetzt angenehm schnell. Ach ja, wir müssen die Schilder mal aufladen, ne? Stimmt, da war ja was. X. Nee, warte mal, sind überhaupt noch Ziele da oder sind wir mit allen durch? Weiß ich gerade nicht. Nee, da ist noch ein bisschen was. Okay. Tatsächlich. Wobei, das wird hier gar nicht so richtig angezeigt, ne? Ach, guck mal, hier sind unsere gescheiterten Aufträge. Die sollte ich auch mal entfernen. Ja, das war's dann wohl mit Sehenswürdigkeiten. Ich glaube, die sind alle gestorben, ne? Tut mir echt leid. X. Gibt es hier noch Ziele? Ziele. Oh, wir sind ziemlich weit weg, ne? Eine Sekunde. Oder sind die schon abgeschlossen, die Mission jetzt? Belohnung. Doch, wir sind fertig. Na, dann ist ja gut. Ich wäre ja fast hier noch ewig durch die Gegend gegurkt. Dann nach Hause. Ja, das mit den Fightern, ne? Das muss ich alles noch ein bisschen mehr verinnerlichen. Und generell das Handling hier mit der Kite. Wir können ausrichten. Ich glaube, wenn wir zurück sind und erfolgreich gelandet sind, dann sollten wir genug Geld für die Versicherung haben. Frameshift. Flupp. Und jetzt Kohle. Was hat uns der Spaß gebracht? Ach ja, stimmt. Wir müssen ja auch noch separat
hier diese Spezialgelder abholen. Ist das hier oder ist das bei Kampfbelohnungen gewesen? Nee, doch Verwaltungskontakt, ne? Richtig. Da, das hier. Naja, gut. Naja, gut. Mhm. Das waren ja noch kleinere Missionen. Aber wir werden ja auch noch größere fliegen. So. Uns ist erstmal die Versicherung wichtig, damit wir hier nicht auf dem Trockenen sitzen, falls wir doch mal abgeschossen werden sollten. Und dann gleich in die nächsten Mission rein. Gut. Gut, gut, gut. Aber hier gibt es doch bestimmt auch wieder ein spezielles System, wo man zumindest tendenziell besser bezahltere Kampfmissionen machen könnte. Eine Sekunde bitte. Oh, da gibt es aber einiges. Unter anderem Galin und Kuama. Und wenn man aber da zum Piratenschnetzeln hin will, habe ich jetzt schon mehrfach gelesen, solle man sich eventuell, vor allem wenn man das Solo angehen möchte, auch die Gruppenmission, solle man sich vielleicht ein Laserbild zusammenstellen, damit man nicht ständig Probleme mit der Munition oder den Raketen bekommt. Können wir ja irgendwann mal ausprobieren, aber nicht sofort. Ich bin gerade so froh, dass wir die Raketen und den ganzen anderen Kram zusammenbekommen haben. Und deswegen würde ich ganz gerne erstmal schön im Wechsel, also zwischen Action und Ausbau, meine Raketen tunen. Und da habe ich gerade meinen alten Plan gefunden. Wir waren ja mal, vor gar nicht allzu langer Zeit, waren wir gerade damit beschäftigt, uns die Gunst von Liz Ryder zu erarbeiten. Mit Hilfe der Eurybia Blue Mafia. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, wir hatten es dann im letzten Moment so ein bisschen vergeigt gehabt, sodass wir von freundlich wieder auf den Rang davor zurückgefallen sind. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir erstmal zu einer Blue Eurybia Mafia Station rüberfliegen, gucken, wie unser Ruf da ist. Oder können wir das vielleicht von hier aus übers Internet? Geht das? Das wäre doch super. Die Idee ist gar nicht so doof. Status. Systemfraktion. Ruf. Oh nein. Sitzungslogs. Finanzen. Autorisierungen. Ich weiß nicht. Lokale Machtpräsenz. Vielleicht gibt es das wirklich. Systemfraktion. Nee. Vielleicht geht das gar nicht hier, systemübergreifend. Ist auch gar nicht so schlimm, denn die nächste Station ist gar nicht mal so weit entfernt. Und auf dem Weg dorthin können wir ja natürlich rechts und links mal gucken, wer hier gesucht wird. Und naja, den dann halt vom Himmel holen. Im intergalaktischen Sinne vom Himmel holen. Galvani-Station. Und die ist wo? LP834. Alles andere sind so Bodensiedlungen. Da würde ich jetzt nur ungern landen wollen. 146 Lichtjahre. Ein Katzensprung. Und wir scannen wirklich nur das Allernötigste. Oh, schön. Mit Schweifboost zumindest ein. Und tanken brauchen wir auch nicht. Rote ist die beste, wo gibt wir können. Es ist soweit. Und dann gucken wir, wie unser Ruf ist. Und falls der Ruf nicht reicht, müssen wir nicht allzu viel spielen. Aber, also im Namen der Blue Mafia. Aber wenn wir dann da spielen, wenn wir dann im Namen der Blue Mafia einige Aufträge erfüllen, dann natürlich im kämpferischen Sinne. Deswegen sind wir ja auch mit der Kreid unterwegs. Los! Raketen sind wieder voll, ne? Das ist toll. Das freut uns. Na, kommen wir hier ohne Probleme raus. Ja, aber gerade so. Aber gerade so. Das war sehr waghalsig, schrägstrich blöd. Ja. Und dann muss ich
mein Kampf-Movement nochmal überdenken. Das geht schon sehr gut. Also, nee, was heißt, das geht sehr gut? Das kann schon sehr effektiv sein mit dem Deaktivieren der Flugstabilisatoren. Aber auch nur, wenn man es gut macht. Und da fangen dann auch die Probleme an. Aber mal gucken. Übung macht den Meister. Kämpfen haben wir hier bisher am allerwenigsten gemacht. Das sieht man auch unter anderem an meinem hier, Kämpferstatus. Söldnerrang, überwiegend wehrlos. Das geht noch gar nicht. Aber das wird, ne? Mit der Zeit und mit der Muße. E-Scan, los! Mal gucken. Nothing. Schleunigst weiter. Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Na du, alles klar du. Halb ausgebrannter Stern du. Und zack. Und weiter. Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Fliegt hier überhaupt irgendeiner rum, den ich abschießen kann? 18 Himmelskörper, gleich mal gucken. Lohnt sich der Stopp? Nein. Sowas von nein. XXXXX, nee, hier ist niemand. Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Sandwave-Sonne, ahoi. Und da ist schon LAS. Geht ja immer schneller. 13 Himmelskörper, lohnt sich der Vollstopp? Nein. Ein zweites Mal. Und Frameshift. Und da ist auch schon der erste Schweifi. Herrlich. Unser erster Schweifboost mit der Krein. So, runter vom Speed. Leicht blauer Bereich. Nur an den Zipfel. Dahin. Genau dahin wollen wir. Come on. Ja. Ist okay. Könnte gut werden. Jo, Frameshift. Da war es wieder, das langgezogene Frameshift. Dankeschön. Danke. Raus hier. Raus hier. Wir müssten fast da sein, ne? What, was? 33 Himmelskörper? Irgendwas Relevantes? Nein. Können wir uns alles sparen. Also in Sachen Exploration, also wenn wir richtig in Sachen Exploration unterwegs wären, dann würde ich das natürlich hier nicht so links liegen lassen. Da würde ich zumindest die Planeten, die Himmelskörper mit den hochwertigen Metallen mitnehmen. Frameshift, aber so nicht. So nicht. Wir sind kriegerisch unterwegs. Im großen Rahmen der, naja, der Gewalt, wenn man so möchte. What? Noch ein Schweifi? Und wir mussten wirklich nicht tanken. Wir haben so verdammt wenig Treibstoff. Oh, 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 oh. Vorsichtig. Vorsichtig. Nein, 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 nein. Das ist zu viel. Schön langsam hier. Richtung Zipfel. Aber das könnte schwierig sein von hier. Das könnte in die Hose gehen. Und das wollen wir natürlich nicht. Oh, geht doch alles gut. Rüber, 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 rüber. Runter, runter, runter. Na, na, na. Frameshift. Was ist los, Frameshift? Komm. Nochmal bitte. Ein kleines Fitzelchen. Frameshift. Immer noch nicht. Stopp, stopp, stopp. Wir haben es fast, fast. Das letzte bisschen. Jawoll, ja. Vollgezogen mit blauem Saft. Kurz nochmal den Scanner hauen. Und? Okay. Okay, okay, okay. Wie weit springen wir? 13 Lichtjahre. Und wofür dann die Aufladung? Weil wir so wenig Sprit haben, oder was? I don't know. Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Flop. Sind wir angekommen? Ist das System, wo wir hin wollten? Wir waren hier schon. Wir haben hier schon eine ganze Menge gescannt. Nur die Station.
Genau, Galvani-Station mit Assistent, bitte. Fast um die Ecke, ne? Oder? Ja, ich glaube schon, wir gucken nur in die falsche Richtung. Ich kann jetzt schon mal Ü drücken. Ja, schön. Ping.